Im Unternehmen ist es wirklich oft so, dass wenn irgendwo ein Mitarbeiter geht, dass man sagt, okay, die Position ist neu zu besetzen, also suche ich einen, der genau die gleichen Stärken hat, wie der gegangen ist. Findet man nicht, ja, weil jeder Mensch unterschiedlich ist, unterschiedliche Stärken hat. Und du hast gerade gesagt, dass ihr dann teilweise sogar die Rollen vielleicht nochmal neu verteilen müsst, die Spiele, die ihr vielleicht nochmal umstrukturieren müsst, vielleicht auch die Taktik anpassen müsst, weil einfach jetzt ein neuer Spieler reingekommen ist, wo man sagen muss, da müssen wir halt die Rolle ein bisschen um ihn herum auch aufbauen. Ja, auf jeden Fall. Also du wirst nie einen Spieler 1:1 ersetzen können, weder menschlich noch sportlich. Und ich glaube, das wäre auch langweilig, weil es ist irgendwann, ja, so ein, man schläft halt, also schläft halt irgendwo ein. Es ist, sind keine Reizpunkte mehr da. Und ja, gerade im Sport ist Veränderung wahrscheinlich, ein Unternehmen sowieso, im Sport auch, Veränderung ist immer was Positives und bringt eigentlich voran. Und was wir gerade hatten, zum Beispiel diese Rollenverteilung, natürlich ist es auch so, dass vielleicht Spieler, die vorher schon im Verein waren, gewisse Rollen eben nicht ausgefüllt haben. Es geht ein anderer Spieler, ja, dann ist irgendwo eine Position weg. Und das muss ja nicht ein Spieler auffangen, sondern es können ja auch andere Spieler, die schon da sind, davon mehr übernehmen und da reinwachsen. Und so verändert sich eine Mannschaft und so kann sich auch jeder individuell irgendwo als Charakter weiterentwickeln und für sich einfach Nischen suchen, wo er vielleicht vorher gar nicht gedacht hat, oh, das wäre was für mich oder da kann ich auch gut helfen. Ja, und so ist immer Wandlung und Umstrukturierung. Natürlich wird ein Spieler, der 10 Jahre im Verein ist, wahrscheinlich nie 10 Jahre die gleiche Rolle einnehmen, sondern er wird halt am Anfang auch ein junger Spund sein, der vielleicht wenig spielt oder nicht viel zu sagen hat, in Anführungszeichen, eher sich halt an die Mannschaft halten muss. Und ja, je länger er im Verein ist, umso mehr kennt er die Strukturen, weiß, was dem Verein wichtig ist, kennt die Person im Umfeld und kann da natürlich viel mehr vermitteln und helfen und hat dann irgendwo natürlich auch einen ganz anderen Akzeptanzgrad in der Mannschaft, allein schon durch das Umfeld, was ihn anders wahrnimmt. Und ja, so verändert sich so eine Rolle auch einfach über den Lauf der Zeit.